In der heutigen Late-Night-Show gibt es einen Kurzüberblick über drei Bände für das Warhammer Age of Sigmar Rollenspiel Soulbound und eine Besprechung des vierten Bands der Comicreihe zu Elric von Melanie Bonnet. Wir starten diese Late-Night-Show mit etwas eher Untypischem, nämlich nicht mit einer vollwertigen Rezension. Und das liegt daran, dass hier drei sehr, sehr dicke Bände zu Soulbound liegen und aus verschiedensten Gründen, unter anderem, weil ich 4 Wochen im Krankenhaus war, wir im Rückstand sind, was unsere Rezensionen angeht und ich es nicht auf absehbare Zeit, dass es noch relevant wäre, schaffen würde, die in der Tiefe durcharbeiten, die nötig ist für eine vollwertige Rezension. Denn entgegen anderslautender Gerüchte, wir lesen diese Bücher tatsächlich vollständig und das ist eine Menge Holz. Also dementsprechend nur eine Vorstellung und eine Kurzbeschreibung, was das für Bände sind, für Leute, die sich dafür interessieren. Denn es gibt tatsächlich eine Menge Material, das rauskommt für das Age of Sigmar Rollenspiel Soulbound, wo man große, krasse Helden spielt oder zumindest Leute, die welche werden wollen, die durch ein Ritual der Götter der Ordnung aneinander gebunden sind. Und der erste Band, den ich hier habe, Champions of Order, der erlaubt direkt einmal mehr von verschiedenen Figuren zu spielen. Und da können wir direkt auf dem Cover auch sehen, dass hier die Ellenbogen zu weit ausfahren und vor allen Dingen, dass die Lumineth Realm Lords, wie man es sprechen will, jetzt auch mit dabei sind. Champions of Order bietet also die Möglichkeit, verschiedenste Charakterklassen bzw. Archetypen der neuen Hochelfen zu spielen, aber auch für Fraktionen, die schon da sind, ein paar zusätzliche Klassen. Zum Beispiel gibt es auch die Isharan Soul Render jetzt für die Tiefseeelfen. Und es gibt Beschreibungen der verschiedenen Fraktionen, es gibt weitere Wunder und es gibt weitere Zauber, also insgesamt einfach mehr. Das ist immer gut, sozusagen weiter nachzufüttern. Ich habe mich eh schon gefragt, weil das Erscheinen von den ersten Soulbound-Bänden und die Lumineth Realm Lords relativ nah beieinander waren, warum sie nicht direkt mit drin waren. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass für die verschiedenen Fraktionen, die hier drin vorgestellt werden, dass man zum Beispiel sagen kann, ich bin von einer anderen Flotte der Caradhron Overlords oder ich bin aus einer anderen Stadt der sterblichen Reiche und so weiter und so fort, dass da keine Symbole oder sowas dabei sind, dass man nicht mal wenigstens hat und diese Rune würde ich jetzt tragen. Das ist eine verpasste Chance, finde ich. Bestiary, das Soulbound Bestiary ist genau das, was draufsteht. Es ist eine Sammlung von Gegnerkreaturen aus unterschiedlichsten Richtungen, ob das einfach normale Leute sind, die ein Schwert in die Hand genommen haben oder Orks, die mit dem Schwert in der Hand ohnehin immer unterwegs sind, aber vor allen Dingen auch haufenweise Dämonen und Dämonenanbeter. Und es kann dabei zum Glück auf eine Menge an Illustrationen, die schon existieren, zurückgreifen. Aber es ist nicht so, als hätte hier tatsächlich alles, was drin mit Werten versehen ist und zu dem es Informationen gibt, eine Illustration bekommen. Nur viel davon. Also insofern, es ist nicht ein Bestiary, wo eine Seite, eine Kreatur, ein Block, ein Bild, sondern es ist ein bisschen anders aufgeteilt mit mehr fortlaufenden Blöcken. Und hier sind jetzt diese Arten von Dämonen und dann sind 3 davon illustriert, aber nicht alle. So, trotzdem. Man kann haufenweise Zeugs bekämpfen. Shadows in the Mist ist dann die erste größere Kampagne für Soulbound. Die spielt wieder auf der Welt des Feuers, auf Akshi, wie bisher die meisten Sachen, die Story enthielten, ob das Einleitungsabenteuer oder Sammlungen von Plothooks waren, auf Akshi angesiedelt waren. Und zwar in Anvilgard, eine Stadt, die interessant ist in dem Sinne, als dass sie weitere Fraktionen zugänglich macht, die dort eine wichtige Rolle spielen, nämlich eben die neue Version der Dunkelelfen, Privateers, die mit ihren schwarzen Schiffen unterwegs sind, denn Anvilgard ist ein Hafen. Und es geht darum, dass diese Stadt natürlich von außen bedroht ist, wie alle Städte in den neuen Reichen von Age of Sigmar, aber dass eben auch im Herzen dieser Stadt etwas Finsteres heranwächst, was möglicherweise mit den vielen Dunkelelfen vor Ort zu tun hat, aber nicht. Das liegt dann an euch, das rauszufinden. Ist eine relativ umfangreiche Kampagne, die nach dem kurzen Überblick, den ich mir gemacht habe, ein sehr dramatisches Ende findet. So, gibt dementsprechend natürlich auch keine Punktewertung, weil ich nicht alles davon gelesen habe, sondern mich nur quer durchgearbeitet habe und die Highlights rausgepickt. Vollständig gelesen und das auch mit Vergnügen habe ich aber Band 4 von den Elric Comics, Die träumende Stadt.
Elric von Méliboné, vermutlich der bekannteste Erzählungszyklus aus den Erzählungen um den ewigen Held von Michael Moorcock. Generell, falls ihr nicht wisst, was das ist, große Empfehlung, sich damit zu beschäftigen. Einer der, ja, Urahnen der heutigen Fantasy, der tatsächlich immer noch da ist und auch teilweise mitgewirkt hat bzw. Input gegeben hat zu der Comic-Umsetzung. Und dann wird man auch merken, dass in dieser Comic-Version storytechnisch einige Dinge anders sind. Das war auch in den anderen Bänden so, aber hier wird es besonders deutlich, denn wir sind an dem Punkt der Geschichte angelangt, wo Elric, der Albino-Prinz der Melniboneer, in seine Heimatstadt zurückkehrt, um den Krieg zu ihr zu bringen und sie zu verraten, weil er an dem Punkt ist, dass er mit seinem Schicksal nicht nur hadert, sondern bricht als Auserwählter der Chaosgötter, als eigentlich Thronfolger von Méliboné. Und es wurde die Entscheidung getroffen, das haben wir in bisherigen Bänden schon gesehen, aus Kymeril, seiner ehemaligen Verlobten, mehr als nur die Damsel in Distress zu machen. Die hat hier eine ganz andere und auch sehr coole Rolle. Und er ist, wie die anderen auch, ausgesprochen stimmungsvoll und gut gezeichnet mit tollen großen Vistas, mit Drama, mit Drachen, mit Blut und Kampf. Manchmal ein bisschen unübersichtlich, aber immer spannend und kriegt dementsprechend 8 von 10 möglichen Punkten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich hoffe, euch geht's gut. Macht's gut. Und dann, wie immer, extra vielen Dank an alle Leute, die uns unterstützen, ob das auf Patreon ist oder indem sie unsere Videos teilen, Leuten von uns erzählen, Glocken drücken, Daumen nach oben geben oder anderweitig mit uns interagieren, zum Beispiel mit einem Kommentar hier runter, was ihr von Dämonen in Warhammer Fantasy haltet und welche von den Fraktionen euch am ehesten zusagt. Ich bin schon irgendwie teamzynisch, muss ich zugeben. Bis dann, tschüss und bis zum nächsten Mal. Der Schurke macht sich am Schloss zu schaffen. Und als du dich dann anschickst, den Deckel zu öffnen, stellst du fest, dass der Deckel anfängt, sich von alleine zu öffnen. Und in dem Holz der Truhe öffnen sich auf einmal auch noch eine ganze Reihe von Augen unterschiedlicher Größe, die dich anblicken. Weg, 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 weg! Zurück, zurück, zurück!